Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus der Strecke Rapid Transit von der Baureihe 185. Wir fahren heute in einem Fahrplan, der recht neu ist, der vor kurzem als Mod erschienen ist für den PC, nicht für die Konsolen. Das Ganze gibt es bei Trainsim Community. Es gibt eben einen entsprechend überarbeiteten Fahrplan. Wir können unter anderem jetzt auch Güterzüge fahren und. Und ich würde sagen, dementsprechend fahren wir das Ganze einfach mal und schauen, was uns so entgegenkommt. Sind hier in der 185 unterwegs mit dieser Digitalisierung und Diversität. Wir sind auf dem Weg Lackierung von meinem guten Freund, dem Mabitze, aus dem 185 Enhancement Pack und haben hinten dran Kesselzüge, beziehungsweise einen Kesselzug bestehend aus Kesselwagen der Gattung ZACNS. Und ja, wir setzen uns in den Führerstand, rüsten auf und fahren dann los. Hier angekommen, setzen wir einmal den Fahrtrichtungswender ein und in die Vorwärtsstellung. Gehen hier mal auf dieses Display. Genau, schalten die PZB und die LZB an, sind in der mittleren Zugart. Ich denke mal, das ist okay. Wir können auch schon losfahren, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Kontrollieren noch einmal kurz die Lichter. Ja, das ist noch falsch. Dann gehen wir einmal kurz nach hinten und stellen hier dreimal weiß ein. Bremsart, Bremsstellung P. Ja, ist halt die Frage, fahren wir ein P oder ein G? Lassen wir es mal bei P. Ups, wir rollen schon. Gut. Dann auf geht's. Warum auch nicht? So, wir dürfen mit 60 ausfahren. Befreien uns auch entsprechend. Lichter kurz kontrolliert, das passt. Hinten leider keine Zugschlusstafeln. Ja, das Ganze, wie gesagt, ein Fahrplan. Eine Fahrplan-Mod. Für das Jahr 2023. Ich verlinke euch das Ganze in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann die Mod auch runterladen, sodass auf Rapid Transit auch mal neues Leben kommt. So, wir fahren mit 60 aus. Ja, lassen wir die Beleuchtung an. Spitzensignale sind an. Jawohl, das passt soweit alles. AFB machen wir uns gleich an. Ich glaube nämlich, unser Zug ist leer. Also so schnell, wie wir auch von der Stelle gekommen sind, wirkt das auf mich so, als sei unser Zug unbeladen. Dementsprechend denke ich, dass wir schon die AFB anmachen können. Dazu den einmal nach vorne verlegt, den Schalter umgestellt. Und der AFB-Bug. Ne, wisst ihr was? Wir lassen die AFB aus. Dieser AFB-Bug ist ein bisschen nervig, weil jedes Mal, wenn wir dann mit der Sollgeschwindigkeit runtergehen, wird automatisch reingebremst und das finde ich immer ein bisschen nervig. Ja, dementsprechend lassen wir das Ganze jetzt mal so, wie es ist und fahren mal heute ohne AFB. Aber ist ja auch okay. Wir dürfen 100 km/h fahren und sollen in Dessau dann anhalten. Bin gespannt, was uns so auf der Fahrt vielleicht noch entgegenkommt. Schauen wir mal. Güterzugfahrten hatten wir generell gar keine auf Rapid Transit gehabt. Mit dem überarbeiteten Fahrplan, im Originalfahrplan sowieso nicht. Aber auch im überarbeiteten Fahrplan gab es, glaube ich, keine Güterzüge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich hoffe doch sehr, dass sich das jetzt mittlerweile, also was heißt, ich hoffe sehr, das hat sich jetzt mittlerweile geändert. Wir haben tatsächlich Güterzugfahrten. Kann auch mal das Fenster hier aufmachen. Dann hören wir ein bisschen mehr. Dann machen wir die andere Seite vielleicht auf. So. Dann pfeift uns der Wind nicht direkt in die Ohren hinein. Ja, wer sich fragt, wo dieses Display herkommt, das ist dieses LiDAR-Display, das bei DB Cargo verwendet wurde und vielleicht sogar immer noch verwendet wird. Das Ganze eben auch aus diesem 185 Enhancement Pack vom guten Mabitze. Genauso wie auch die Lackierung hier. Da können wir uns auch nochmal vielleicht angucken, ganz kurz. Journey to Diversity.
Digitalisierung und Diversität. Wir sind auf dem Weg. DB Kooperation mit C, nee, DFLA, ich weiß es nicht genau. Ja, also wirklich eine schöne Lackierung. Ich weiß nicht, ob sie realistisch ist, aber ich denke mal, sie wird schon irgendwie aus der Realität sein. Ich finde sie auf jeden Fall sehr schön. Hier die 185268-0. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, definitiv. So. Ja, was macht das LiDAR-Display? Das hier ist ja jetzt nur eine Textur. Ne? Also das zeigt uns jetzt nichts Wirkliches an, aber in Realität war es tatsächlich so, dass dieses, oder ist es so, dass dieses Display uns hier die zugelassene Geschwindigkeit anzeigt, die wir fahren dürften. Und hier wird uns dann entsprechend angezeigt, wie viel wir fahren sollten, um möglichst, ja, effizient zu fahren, also mit möglichst wenig Verbrauch. Und ich denke mal, das hier wird das Höhenprofil vielleicht sein von der Strecke. Aber wie gesagt, das hier ist nur eine Textur, das ist jetzt nicht in irgendeiner Form auf die Realität bezogen. Wir hätten natürlich eigentlich den anderen Stromabnehmer heben sollen. Andererseits, wenn wir sagen, dass die Wagen leer sind, dann ist das natürlich nicht so schlimm, wenn der hintere Stromabnehmer oben ist. Ich weiß auch gar nicht ehrlicherweise, ob wir den vorderen heben dürften. Ich denke mal, das ist ja doch, doch definitiv. Die Lok ist nur in Deutschland und Österreich zugelassen. Also wird der vordere Stromabnehmer auch in Ordnung sein. Haben wir jetzt aber nicht gemacht. Aber normalerweise sollte man das machen, wenn man mit Tankwagen unterwegs ist. Nicht nur bei denen, es gibt auch andere Wagenarten, bei denen es durchaus angemessen ist, den vorderen Stromabnehmer zu heben. Hätten wir machen können, sollten wir nochmal irgendwann heute anhalten auf unserem Weg nach Dessau, dann ja, können wir das auch machen. Können wir das vielleicht auch noch wechseln. So, hier stand eigentlich, dass ein LZB-Bereich anfängt. Wir haben auch den Linienzugleiter hier. Aber aus irgendeinem Grund. Hallo? Scheint die Lok nicht ganz die LZB anerkennen zu wollen. Wir können vielleicht doch die AFB einschalten, wenn wir sie genau auf 100 setzen. Dann die Leistung aus. Und jetzt die AFB an. Ah, geht nicht, okay. Die Lok will, dass wir die AFB auf 140 durchdrücken. Dann machen wir das jetzt einfach mal und nehmen in Kauf, dass wir jetzt kurz mal ein bisschen abbremsen. Genau. Und jetzt schnell runter auf die 100 gesetzt. Und jetzt wieder Leistung aufgeschaltet, damit er ganz schnell wieder die Leistung rausnimmt, die Bremskraft und die Leistung wieder aufschaltet. Jawohl. Auch interessant, dass wir hier Gleise unterqueren. Ich frage mich, wo die hinführen. Sind sogar Signale verbaut. Und wir durchfahren. Ja, was durchfahren wir denn? Wir durchfahren Delitzsch. Unterer Bahnhof. Signal zeigt weiterhin Fahrt an, hervorragend. Hier ist ein bisschen was abgestellt. Oh, hier ist sogar ordentlich was abgestellt. 612er, N-Wagen, Intercity-Wagen hier in dem Betriebswerk von Delitzsch. Güterwagen, das ist zum Beispiel gar nicht im Fahrplan drin gewesen. Das gucken wir uns jetzt nochmal an, was hier so alles rumsteht.
Ja, sehr schön, ne? Intercity-Wagen. Ein Talent der S-Bahn Mitteldeutschland. Wirklich eine schöne Lackierung. Ich mag wirklich diese silberne Lackierung. Autotransportwagen, Dostos, H-Wagen. Sehr cool. Also sowas mag ich ja sehr. Und da kommt uns sogar ein Intercity entgegen, nach 101. Sehr schön. Das freut mich doch sehr, sowas zu sehen. Der ist bestimmt auf dem Weg in Richtung Leipzig. Genau, Leipzig ist dann hier unten. Ich glaube, hier irgendwo ist dann der Kopfbahnhof von Leipzig. Und die unterirdischen Gleise führen dann hier noch weiter, die durch den Citytunnel. Und wir fahren nach Dessau. Beziehungsweise der Güterzug würde natürlich dann weiterfahren. In Dessau werden wir allerdings am Bahnhof auch abgelöst. Tatsächlich auch durchaus in der Realität, habe ich mir mittlerweile sagen lassen, vorkommt, dass Güterzüge tatsächlich ab und an mal an Bahnhöfen halten, also an Personenbahnhöfen, wenn sie dort abgelöst werden sollen. Also wenn der Lokführer oder die Lokführerin abgelöst werden soll. Auch hier schön der Mond, der uns auch begleitet heute. Habt ihr das früher als Kind auch gemacht, wenn ihr irgendwie im Auto unterwegs gewesen seid mit den Eltern, dass ihr dann, also nachts über, dass ihr dann immer geguckt habt, wo der Mond ist und euch verfolgt gefühlt habt vom Mond? Kommt mir jetzt gerade so ein bisschen in den Sinn, jetzt wo der gerade hier vor uns ist. Dann hat man halt immer geguckt, wo ist der Mond und der verfolgt einen. Habt ihr das auch gehabt? Frage ich mich. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Sollen wir uns mal die SIFA anmachen? Machen wir mal. Ausnahmsweise, weil wir jetzt gerade eh nicht so viel zu tun haben. Machen wir uns ausnahmsweise mal die SIFA mit an. So, am nächsten Haltepunkt vorbei. Der da heißt Petersroda. Ui, die Leute sind aber nah hier am Bahnsteig. Gefährlich, gefährlich. Und ich glaube, uns müsste jeden Augenblick ein Zug noch entgegenkommen. Denn das Signal war auf jeden Fall auf Fahrt im Gegengleis. Also was ist uns entgegengekommen bisher? Uns ist entgegengekommen eine S-Bahn, ein Intercity und diverse Wagen, die einfach abgestellt waren. Unter anderem N-Wagen und Intercities, Güterzüge bzw. Güterwagen. Ja, schön, 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 schön. Gefällt mir. So, LZB vielleicht hier. Wir haben doch die LZB angemacht, oder? Ja. LZB ist an. Oh, sehr schön. Vectron. Toll.
So muss das. Huch, die Strommasten haben leider keine Kabel. Da fehlt ein bisschen was, ne? Ja, wobei, sie haben Kabel. Aber nur in eine Richtung. Naja, Hauptsache unsere Strommasten haben noch ein Kabel. Das ist das Wichtige. Ja, ne, man merkt der Strecke halt eben ihr Alter an. So, wir müssen jetzt runter auf 70. So, Bremse löst sich. Und wir können wieder Leistung aufschalten. Müssen natürlich unter 70 km/h bleiben. Können uns aber auch direkt wieder befreien. Jawohl. Denn es wurde ja 80 vorsignalisiert. So, der AFB-Bug mal wieder am Start. Zum Glück ist er bei den neueren Fahrzeugen nicht da, also bei der 101 und beim Vectron und so. Es sind einfach ein paar alte Fahrzeuge, die davon leider noch betroffen sind. So, genau, auf die 80 hoch. Da blinkt es schon wieder. Ja, gut, sind die 80. Ich hoffe mal, dass wir keine Beeinflussung bekommen. Ich denke aber nicht, dass das der Fall sein wird. Nee. Sehr gut, da auch wieder eine S-Bahn. Zwei sogar. Aus dem Weg. So, Signal, jawohl, das D der Richtungsanzeiger wird für Dessau stehen. Während wir Bitterfeld durchfahren. Und da hinten, da standen noch die S-Bahnen. Können wir uns auch kurz angucken. Huch. Na gut. S-Bahn Mitteldeutschland. Genau, für uns geht es dann in die Richtung nach Dessau. Und ab hier dürfen wir dann wieder 120 fahren. Natürlich, wenn so unser ganzer Zug erst dran vorbei ist, können wir mal hier beobachten. Und das ist dann jetzt der Fall. Wir können die AFB auf die 120 hochstellen und langsam Leistung aufschalten. Wobei im HUD steht, dass wir nur 100 fahren dürfen. Vielleicht darf unser, ich glaube, unser Güterzug darf nicht mehr als 100 fahren, kann es sein? Anscheinend. Na gut, dann bleiben wir bei den 100. Wobei, mal kurz abwarten, wenn wir gleich den nächsten Abschnitt überfahren mit den 140, ob sich dann was im HUD ändert. Bevor ich jetzt an der AFB wieder hier rumspiele, während wir hier Grepin
durchfahren. Was mir Rapid Transit ja wirklich sehr gefällt, trotz des Alters der Strecke, ist, wie viel Industrie wir rechts und links von den Gleisen haben. Das ist wirklich, wirklich cool. Auch wirklich viele Gleisanschlüsse, die hier noch verbaut sind. So, wir werden jetzt gucken, wenn wir hier dran vorbei sind, ob das HUD uns dann wenigstens die 120 zulässt. Wenn nicht, dann müssen wir tatsächlich bei den 100 voll bleiben. Gut, wir haben eh tatsächlich in 3 Kilometern. Ah, doch nicht. Gut, vorhin stand da noch in 3 Kilometern, sollen wir 70 fahren, aber mittlerweile sind auch wieder 120 freigegeben. Aber es scheint wohl tatsächlich so zu sein, dass wir nur 100 fahren dürfen. Dann stelle ich mal die AFB auf die 100. Während wir hier Wolfen durchfahren. So, Ankündigung auf 70. Na, ich verstehe nicht ganz, warum und elektrische Bremse jetzt gerade nicht zusammen funktionieren wollen. Huch. Das einfach ignorieren. Was ihr da gerade im Hintergrund gehört habt. Jetzt sind irgendwie E-Bremse und also dynamische Bremse und die Zugbremse ausgekoppelt. Verstehe ich nicht so ganz. Aber ich krieg's sie auch nicht mehr. Naja, ist auch egal. Dann ist das so. Dann müssen wir sie halt jetzt einzeln ansteuern. So, hier dürfen wir auch wieder dann 100 gleich fahren. So, lassen wir den Zug einmal an uns vorbeifahren. Kein ewig langer Güterzug.
Aber wir haben freie Fahrt. So, bis Dessau ist es jetzt auch nicht mehr weit. 16 Kilometer noch. Also man muss definitiv sagen, dass alte Strecken, selbst wenn sie in die Jahre gekommen sind, mit einem neuen Fahrplan doch sehr frisch wirken können. Und ich finde, dieser Fahrplan beweist das so ein bisschen, dass wir hier wirklich neue Sachen machen können, die wir vorher so hier nicht erlebt haben. Und da muss ich sagen, also erstens einen großen Dank an den Modder, der das Ganze gebaut hat. Und andererseits hoffe ich natürlich, dass da dann noch mehr kommt in so eine Richtung. Derselbe Modder hat auch schon für Hauptstrecke Rhein-Ruhr einen neuen Fahrplan angekündigt. Vielleicht wäre es mal wieder bald Zeit, euch die Community-Projekte, die aktuellen, vorzustellen. Auch schon wieder länger her. Jedenfalls ist allerdings schon tatsächlich ein neuer Hauptstrecke Rhein-Ruhr-Fahrplan in Arbeit, der allerdings ein bisschen ja in einem älteren Fahrplanjahr unterwegs ist, nämlich im Jahr 2002 oder 2003, glaube ich. Ich glaube, das liegt halt vor allen Dingen daran, dass vieles an, sagen wir mal, eher modernem Rollmaterial für den 2024er Fahrplan einfach nicht vorhanden ist. Also vor allen Dingen wäre das eben ein Desiro HC und ein Flirt 3 XL, durchaus auch ICE 4er, das fehlt ja alles tatsächlich, und das Ganze trifft man ja in der Realität sehr oft an auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Und dementsprechend ist das, glaube ich, eine vergleichsweise elegante Lösung, damit man jetzt nicht überall die 146 mit den Dostos hat, dass man dann stattdessen auf ein älteres Fahrplanjahr zurückweicht. Also 2002, 2003. Dementsprechend werden wir viel 143 mit N-Wagen sehen, eigentlich X-Wagen, aber die haben wir ja auch nicht. 101er mit Intercities, mit den alten Intercity-Wagen, 143er mit den Intercities, 422er, ICE-3er, ICE-1er, dann passt das ja, ne? ICE-4 gab es ja damals noch nicht. Velaro D auch nicht, von daher ist das dann vom Rollmaterial her vergleichsweise eigentlich realistisch. Während wir hier weiterhin unseren Weg nach Dessau bahnen. Mit einer wirklich schönen Lackierung, ne? Also mir gefällt die sehr. Unsere Lok hat die Zulassung für Deutschland und Österreich. Ihr seht es da unten rechts in der Ecke. Bremsanschriften. DB Schenker Rail Deutschland Mannheim. Und da war eine 146 mit Dostos. Eine 182 wäre auch noch schön. So weniger als 10 Kilometer noch bis Dessau. Ist der Wahnsinn, wenn man so weit rauszoomt, was man dann für ein Geschwindigkeitsgefühl hat, oder?
Kilometer noch. Wirklich ein schöner Zug, gefällt mir sehr. Signal zeigt Fahrt an. Und wir können also ganz entspannt weiterfahren. Ich glaube auch nicht, dass bis Dessau groß dann noch was passieren wird. Ja, die SIFA. Dessau Süd. Wir sind also schon in Dessau. Ich finde, das sieht wirklich so aus, als hätte das jemand mit PowerPoint zusammengekleistert, ne? Also wirklich, wer sich das in Realität ausgesagt hat, das Design, war jetzt kein absolutes Design-Genie. Würde ich jetzt mal sagen. Ich nehme schon mal die Leistung raus. Wir rollen eh gerade. Einfach nur. Von daher müssen wir jetzt nicht unbedingt noch die ganze Zeit Leistung aufgeschaltet lassen. Da kommt nochmal ein Tunnel 2, der S-Bahn Mitteldeutschland. Ja, genau. Wir lassen einfach rollen. 95, 93. Ich denke, das ist in Ordnung. Wir werden eh gleich eine Geschwindigkeitseinschränkung noch bekommen. Denke ich mal, bis zu unserem Halt in Dessau. Wir sollen ja dort anhalten. Also gehe ich mal davon aus, dass uns noch ein rotes Signal entgegenkommen wird. Fliegende Bäume. Ich glaube, das hat aber irgendwas mit irgendwelchen Engine-Einstellungen zu tun. Dass dort irgendwelche Sachen fliegen. Ich denke, ich glaube, das ist nicht bei allen so. So. 1,5 Kilometer noch bis Dessau. Ich nehme schon mal die E-Bremse. Einmal vorbei hier am Bahnsteig. Und wir haben halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg. Nehmen wir die E-Bremse voll rein und den Rest machen wir gleich mit der Zugbremse.
Ja, Türfreigabe. So ein bisschen sollen wir noch. 60 Meter, ich hoffe, das reicht noch. 500 Hertz Magnet ist aktiv. Noch 30 Meter, noch 20, noch 10 und wir bremsen. Hervorragend. Dann sollen wir bis 9.27 Uhr warten. Dann endet, glaube ich, die Fahrplanfahrt auch. Von daher wird jetzt hier auch nichts mehr passieren, oder? Nee, genau, hier wird nichts mehr passieren. Dementsprechend bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, Link zu der Mod ist in der Videobeschreibung zum neuen Fahrplan von Rapid Transit. Ich finde es wirklich ganz hervorragend gemacht. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Gerne Feedback dazu in den Kommentaren. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.